Spitzenwock, wow, und sah viel. Es ist ja einfach Dschungel, mitten in der Stadt. Hier am Night Market in Yangon. Ich habe noch nie Insekten gegessen. Ich habe schon viel gegessen, aber noch nie Insekten. Und ich wollte schon in Bangkok Insekten essen, aber ich denke mal, in Yangon wird es Zeit. Und? Wie? Es klingt wie schäfhaft, aber es schmeckt wie Huhn. Mit ein bisschen weniger Geschmack. Aber nicht schlimm. Sag nochmal eine genaue her. Ten bad bitches in a mansion. Rich song, many rock, diamonds on me dancing. When you working hard, then your money start expanding. I got model bitches wanna leave me like some candy. And them drugs come in handy. Savage bitch, but no, I'm not brandy. Hit her with no condom, had to make her eat a plan. And I'm sipping on that codeine, not brandy. Ha ha, I'm just stunting on my ex bitch. I'm just flexing on my ex bitch. Hold up, I'm just stunting on my ex bitch. I'm just flexing on my ex bitch. Fuck a wedding ring, I bought a necklace. Diamonds got the flu, try not to catch this. I left that hoe alone cause she was ratchet. All these bitches salty, they can't stand. Das Svidagon. Seht ihr es? Svidagon? Svidagon. Hier. Da. Das da. Hier. Wir haben uns ewig lang gewehrt, hierher zu kommen, weil wir uns gedacht haben, hey, erstens mal, wir dachten, das heißt Svidagon und das ist ein blöder Name. Und zweitens haben wir uns gedacht, das ist einfach noch eine Pagode, so wie wir schon Tausende gesehen haben hier. Also Pagode sind diese ganzen kirchlichen Einrichtungen hier. Aber dann haben wir vor kurzem von einer anderen Reiserin gehört. Es ist riesig, schaut es euch an. Und jetzt schauen wir es uns an. Sehr viele Geschäfte. Eine kommerzielle Kirche. Finde ich voll uncool. Man muss jetzt auch noch Eintritt zahlen. Ich hoffe, dass das es jetzt wirklich wert ist. Okay, Svidagon? Ich halte dich beim Wort. Okay, crazy.
Die Larissa ist gerade auf einen kleinen Betrug reingefallen. Was ist denn passiert? Also, ich wurde gerade in mein zweites buddhistisches Gebet verwickelt. Nur diesmal von der Schwedagon-Mafia. Also ein Mann ist mit mir rumgegangen, der Niki hat gefilmt. Ja, wir haben uns dann überall hingesetzt, 100.000 Stationen mit lauter Gesängen und so weiter. Ich habe natürlich bei allem mitgemacht. Und dann am Ende so, ja, das sind jetzt 5.000 Chat. Und ich so, sorry, ich habe gar kein Geld eigentlich an mir. Und ich zeige ihm so mein Geldbörse und es sind 1.300 Chat drin oder so. Und das ist nicht mal ein Euro, aber er nimmt es einfach raus und sagt, it's very little und geht. Wahnsinn. Also aufpassen, beim Schwedagon kann man viele, Swedagon, kann man viele schlechte Erfahrungen machen, aber auch gute. Wir haben gerade Bananen geschenkt bekommen. Und Muffins. Und Muffins. Es wird Zeit, den Buddha zu waschen, den Montagsbuddha. Dreimal. Den ersten. Zweimal den hinteren. Rechte Schulter, linke Schulter. Jetzt den vorderen noch über den Rücken. Und fertig. Hat die Larissa beim Abzocker gelernt. Es wird Zeit, das Wiedergrund zu verlassen. Das Misstrauen von uns ist viel zu groß geworden. Wir schauen jedem hier doppelt in die Augen. Jeder könnte uns eines Euros berauben. Wir sind jetzt im verrücktesten Restaurant vom Personal her. Lucky Seven. Hier gibt es einfach so viel Personal, wie es Gäste gibt. Also du kannst nichts machen, ohne dass dir gleich wer hilft. Sehr ungewohnt auf jeden Fall. Zählt mit. Die roten und die gelben sind Kellner. Jetzt sind wir beim Bokjokr Market. Und hier gibt es, glaube ich, alles. Wupp, wir waren gerade in einem zweistöckigen Kino und für oben in der VIP-Lounge hat man 1,30 Euro zahlen müssen. Dieser zweite Stock ist echt geil, also man hat schon eine echt coole Aussicht da oben, also wenn ihr mal die Chance habt, gönnt euch das, okay? Empfehlung von mir.